Hi Leute, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu meinem kurzen und vor allem knackigen Testbericht zum Xiaomi Mi Mix 2. Bevor ich hier zu viele Worte verliere, lasst uns auch direkt mit dem ersten Kapitel Design und Verarbeitung starten. An dieser Stelle aber noch ein riesen Dankeschön an Trading Shenzhen, die mir das Mi Mix 2 für diesen Test zur Verfügung gestellt haben. Nachdem Xiaomi im vergangenen Jahr mit dem Mi Mix der ersten Generation einen Blick in die Zukunft gewagt hat, ist das Mi Mix 2 im Jahre 2017 vom Design her kaum noch was Besonderes. Zu viele Hersteller haben dahingehend nachgezogen, sei Samsung mit dem S8, LG in Kürze mit dem V30 oder auch Apple mit dem iPhone X. Nichtsdestotrotz gehört das Mi Mix 2 zu einem der schönsten Smartphones des Jahres 2017, da nicht nur das Design sehr harmonisch wirkt, auch die Verarbeitungsqualität ist über jeden Zweifel erhaben. Glas auf der Vorderseite, ein Rahmen aus Metall und die Rückseite aus Keramik. Obwohl es ein knapp 6 Zoll Display auf der Vorderseite beherbergt, ist es mit 151,8 x 75,5 x 7,7 mm noch sehr kompakt und die Buttons auf der rechten Seite können fast problemlos erreicht werden. Auf der linken Seite befindet sich der Einschub für zwei SIM-Karten, wobei hier anzumerken ist, dass der interne Speicher nicht erweitert werden kann. Im Fuß des Gerätes noch der USB-Typ-C-Anschluss, Mikrofon für Telefonate und der Hauptlautsprecher. Ein zweiter Speaker sitzt in der Hörmuschel oberhalb des Displays, wobei hier nur Höhen ausgegeben werden und eine Art Stereo-Effekt entsteht. Vom Klangbild und auch der Lautstärke sind die Lautsprecher schon recht ordentlich, wobei sie etwas klarer sein könnten. An dieser Stelle dann mal ganz kurz die technischen Daten. Snapdragon 835 Prozessor, 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher, bis zu 256 GB internen Speicher, Bluetooth 5.0, WLAN AC und, das dürfte viele hierzulande freuen, volle LTE-Unterstützung in Deutschland. Damit kann das Mi Mix 2 uneingeschränkt genutzt werden. Die Leistung des Mix 2 ist dabei wirklich überragend, denn in keiner Situation hatte ich das Gefühl, mit diesen Hardware-Komponenten an meine Grenzen zu stoßen. Egal ob Gaming, das Wechseln oder auch Starten von Apps, hier bekommt ihr genügend Power zur Seite gestellt. Die Akkulaufzeit bewegte sich meist in einem Bereich von 1,5 Tagen, wobei ich bei humaner Nutzung auch etwas mehr herauskitzeln konnte. Mein YouTube-Test im WLAN, 50% Helligkeit und Lautstärke, ergab einen guten Wert von 8% pro Stunde, sodass rund 12 Stunden Videoschauen kein Problem darstellen. Um den 3400 mAh großen Akku wieder auf 100% zu bringen, sind dann Quick Charge 3.0 nur 1,5 Stunden notwendig. Hinzu kommt ein auf der Rückseite perfekt positionierter Fingerabdrucksensor, der das Gerät sicher, zuverlässig und mit einem ordentlichen Tempo entsperrt. An die Qualitäten eines Huawei-Sensors kommt er allerdings nicht heran. Vorne kommt dann ein 5,99 Zoll großes IPS-Display im 18:9 Format zum Einsatz, dessen Auflösung bei 2160 x 1080 Pixel liegt, also Full HD+. Mit rund 400 Pixeln pro Inch ist es für mich noch ausreichend scharf, wobei manche Konkurrenten noch etwas höher auflösen. Der Weißwert ist toll, die Blickwinkel überzeugen ebenso auf ganzer Linie und die Helligkeit würde ich mit einem gut benoten. Wie man es von Xiaomi gewohnt ist, können in den Einstellungen noch Anpassungen im Bereich des Kontrastes und der Farbtemperatur vorgenommen werden, von Haus aus fand ich das Paket aber schon sehr ansprechend. Hinzu kommt, dass ein Blaulichtfilter und eine Double Tap to Wake Funktion vorhanden sind. Beim Kamerasetup finden wir auf der Rückseite eine 12-Megapixel-Kamera mit f2.0 Blende und optischer Stabilisierung, vorne dann eine 5-Megapixel-Frontkamera. Die Position der Frontkamera ist dabei nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern eher schlecht gewählt, da sie in der rechten unteren Ecke sitzt und jeder Rechtshänder bei Selfies einen Teil der Linse verdeckt. Abhilfe schafft hier nur das Telefon um 180 Grad zu drehen. Die Qualität von Selfies hängt, und da wiederhole ich mich immer wieder, vom Abstand ab. Mal sind sie gut, dann aber auch mal wieder schlecht, wenn der Abstand zu groß wird. Aktuell ist es wirklich so, dass fast nur Samsung und Apple durchweg gute Ergebnisse liefern. Auch wenn das Mi Mix 2 den Anspruch stellt, ein Flaggschiff zu sein, kann auch hier die Hauptkamera nicht mit der Konkurrenz mithalten. Das wird spätestens bei Dunkelheit sichtbar, da hier schnell ein Grundrauschen auftritt, das man in ähnlichen Bedingungen bei der Konkurrenz vermisst. Geht das Licht dann mal ganz aus, ist fast nichts mehr aus den Bildern herausholbar. Bei gutem Licht sieht das Ganze dann schon besser aus, wobei sie hier im besten Fall nicht über ein Gut herauskommen. Farben sind manchmal zu grell und der Fokus hat ab und an seine Schwierigkeiten. Vor allem bei einer 100% Betrachtung fallen diese Mängel auf. Zu meinem Testzeitpunkt lief auf dem Mi Mix 2 Android 7.1.1 mit der neuesten MIUI in Version 9, aber nur in chinesischer oder englischer Sprache. Allerdings, und das ist jetzt ganz neu, gibt es auch schon eine globale ROM, die die deutsche Sprache unterstützt. Wie das Ganze dann in der Praxis umgesetzt wird, könnt ihr auf dem Blog von Trading Shenzhen nachlesen.
Wie gewohnt kommt hier erstmal kein AppDrawer zum Einsatz und alle installierten Apps werden auf den Startseiten abgelegt. Multitasking sieht nun etwas anders aus, es besteht aber auch die Möglichkeit, zwei Apps gleichzeitig im Splitscreen zu betreiben und generell war die Oberfläche äußerst fluffig und gehört aktuell zu den schnellsten auf dem Markt. Wem das Design dieser Oberfläche nicht passt, kann natürlich selbiges auch über eine App ganz nach seinen Wünschen anpassen. In den Einstellungen findet man zudem sehr viele Möglichkeiten, Buttons mit extra Funktionen zu belegen oder auch die Navigationsbar zu verstecken oder anzupassen. Kurz und knapp, das war der Titel meines Mi Mix 2 Reviews und damit bin ich auch schon beim Fazit angelangt. Durch die Bank weg hat dieses Smartphone fast nur positive Eigenschaften, angefangen von einem sehr schönen Design, über eine geniale Verarbeitung, super Performance und eine gute bis sehr gute Akkulaufzeit. Hinzu kommt, dass die Software für Verspielte sehr viele Einstellungen parat hält. Knackpunkt allerdings hier, eindeutig die Kamera, da sie eines Flaggschiffes nicht würdig ist und deutlich hinter der Konkurrenz nachhängt. Kein automatisches HDR, Selfies nur bedingt brauchbar und auch die Hauptkamera hatte unter bestimmten Umständen seine Probleme. Wer also ein Smartphone sucht und wenig Wert auf Kamera legt, der dürfte hier einen sehr guten und vor allem günstigen Einstieg finden. Für Fotoliebhaber ist das Mi Mix 2 aber eher nicht geeignet. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Testberichtes zum Mi Mix 2 von Xiaomi und bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann hinterlasst doch einfach einen Kommentar und gebt einen Daumen nach oben. Bis dahin, macht's gut und ciao.